Willkommen zu meiner nächsten Folge Victoria 2. Wie wir das letzte Mal mitbekommen haben, haben wir einen Krieg gegen Lippe Detmold gestartet. Ihr werdet euch fragen, warum Lippe Detmold? Einfach deshalb, weil wir einen gratis Kriegsgrund gegen sie hatten und Lippe verbündet mit Preußen ist. Wir wollen Preußen, wenn möglich, davon abhalten, weiter mit Sachsen diplomatischen Kontakt zu pflegen. Deshalb ein Krieg gegen Lippe Detmold. Denn Sachsen ist uns natürlich in den Krieg gefolgt, hat uns geholfen gegen Lippe. Gleichzeitig hat Preußen natürlich Lippe geholfen. Das heißt, wir und Sachsen und einige andere, unter anderem auch freundlicherweise Frankreich, kämpfen jetzt gegen Preußen. Und Frankreich ist hier schon unterwegs mit seinen Truppen. Das ist gut. Nein, du gehst daher. Ja, ich hoffe, Frankreich wird uns gut unterstützen in diesem Krieg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Preußen hat hier einiges an Truppen zusammengezogen. Die sind noch aus dem Krieg gegen Ägypten, wo uns Preußen ja zur Seite gestanden hat. Wir werden dann versuchen, wenn möglich, diese einzelnen Einheiten hier anzugreifen und auszuschalten, sobald als möglich. Jetzt werden wir mal zuerst beginnen, da kleinere Einheiten von ihm zu erledigen. Wir sind insgesamt natürlich etwas schwächer als Preußen, was die militärische Stärke betrifft, aber im Gegensatz zu Preußen sind wir Menschen und haben deswegen gewisse Vorteile. Wohin geht der? Miskolc. Alle da zusammen. Naja. Dann. Wie machen wir das am blödesten? Ach was, einfach danach. So, hier haben 2000 von ihm überlebt. Na super, hier haben nur 1000 erledigt von ihm und er hat über 1000 von uns erledigt. Wir sind mit der sechsfachen Anzahl an Truppen reingegangen. Es sind bei ihm Bauern und bei mir ausgebildete Soldaten. Ich finde das frustrierend. Na gut. Wir folgen ihm nach Berlin. Schade. Ah, warte mal, aber wir könnten auf jeden Fall mal überlegen, mit wem führen wir denn da Krieg, mit welchen von den kleinen. Oldenburg, Lippe. Preußen, Preußen, Preußen. Wo sind denn diese ganzen Staaten? Naja. Da ist Detmold. Was ist das? Nassau, die führen auch Krieg mit uns. Gut. Ah, 47.000. Sehr gut. Das klingt nach einer großen, schönen Zahl an Truppen. Die bewegen sich auf Salzburg zu. Was machen wir mit denen? Lassen wir die einfach gewähren? Oh yes. Zusammen. So, Schweden hat sich bei uns eingeschmeichelt. Bayern hat auch Reserven. Aus dem Winterschlaf geholt. Wir warten noch, bis es ein bisschen mehr sind. Wir sind dem Typen nach Berlin nachgefahren. Und dort erledigen wir den Rest. Gut. Sollen wir Berlin gleich belagern? Würde einiges an Vorteilen bringen. Ich sehe hier keine deutschen Truppen mehr. Na gut, soll sein. Sind da Österreicher dabei? Nein. Gut, ihr 17.000.
Jetzt mal daher. Ah, da kommen Leute nach Raditz-Karlowitz. Vielleicht habe ich etwas Glück und sie kommen eh zu mir. Dann muss ich nicht darunter hatschen. Gut. Ah, sehr schön. Da sind preußische Soldaten, die wir möglicherweise angreifen können. Hinterher. 6000 Mann, das werden wir ja wohl schaffen. 6000 Pferde. Das sollte ja wohl irgendwie schaffbar sein. Das sind nochmal 6000 Infanteristen. Vergessen wir Berlin. Die 6000 Infanteristen sind wichtiger. Berlin ergibt sich eh von selbst. Zwanzigtausend Mann in Wien. Ah, sehr gut. Die Schlacht läuft gut. Ja, vielleicht zu diesem Schlachtbild. Man sieht hier, das sind drei Kavallerieeinheiten, die sie hier haben. Wir haben zwei Kavallerie und vier Infanterieeinheiten. Wir haben einen Anführer, der uns plus 2 zum Angriff gibt. Wir haben minus 1 dafür, dass wir über einen Fluss hin angreifen und minus 1, weil die schon eine Weile dort stehen und sich deswegen verschanzt haben. Sie haben ein plus 1 durch den Anführer. Wenn wir da hochwürfeln, also wir haben, er hat insgesamt einen Bonus von plus 1 uns gegenüber. Wenn wir aber höher würfeln als er, dann verliert er natürlich mehr. Mit etwas Glück machen wir die fertig. Mit etwas Pech machen sie uns fertig. Nein, fertig machen tun sie uns nicht, aber nach Breslau. Gut, du kommst nochmal daher und unterstützt Breslau. So, 24.000 Mann. Warten wir noch auf die 3.000 hier und dann werden. Und die 3000, dann haben wir da 30.000, die werden dann auch ihr eigenes auch wohin gehen und mit unterstützend eingreifen. So, die Schlacht ist interessant. Und Erfurt haben wir auch gewonnen. Und du gehst daher und unterstützt diese hier, diese Leute hier. Die will ich unterstützen, aber ich will diese Belagerung nicht lösen. Und der kämpft da auch noch. Naja, schauen wir mal. Die werden es schon so lange durchhalten. Gut. Also wir sehen, wir haben da seine drei Kavallerieeinheiten aufgerieben. Das ist sehr gut. Jetzt können wir nämlich die nehmen und dann nach Breslau gehen und unsere Verbündeten hier unterstützen. Das heißt, was wir am Anfang vor allem machen. So, da haben wir jetzt auch 30.000 Mann. Alles, was danach kommt, soll sich einen anderen Ort suchen. Hier geht es mal daher. Ja, da oben kämpfen auch meine Verbündeten. Aber das sind Bayern und Bayern sind normalerweise etwas stärker, was den Kampf betrifft, als diese Italiener, die hier rumhängen. Italiener brauchen eine Unterstützung. Ah, so. Diese Schlacht haben wir offensichtlich auch schon gewonnen. Diese 13.000 Mann sind schon etwas außer Puste. Die stellen wir nach Aussieg. Die sollen sich dort ein wenig erholen. Puh,
Der hat einen Angriff plus 5. Das ist nicht schlecht. Ist ja klar, dass der uns zu schaffen macht. Aber wenn wir ihn einmal vertrieben haben, dann kämpft er nicht mehr mit seinem Angriffswert, sondern mit seinem Verteidigungswert. Normalerweise ist Verteidigen etwas besser, weil wir immer diesen Bonus durch irgendwelche Gebiete haben. Spannungen in Bayern. Sollen wir unsere Position durchsetzen? Natürlich. Gut, schauen wir mal. Wir haben eine Schlacht in Oradea verloren. Ah, das waren Leute, die gerade. Die gerade ausgehoben wurden. Aber in Breslau haben wir gewonnen. Das heißt, der Kerl versucht jetzt zu fliehen. Und was wir machen werden, ist, wir werden versuchen, ihm nachzugehen. Er geht nach Gnischno. Dann gehen wir auch nach Gnischno. So, in Raditz Karlovac sind wir auch. Das heißt, wir werden von de mit denen auch nach Gnischno gehen, um dort diesem Anführer ein Ende zu setzen. Diese Leute kommen da auch nach. Sehr gut, wir scheinen den Krieg zu gewinnen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben auch bereits plus 6, weil wir viele Schlachten gewonnen haben, außerdem weil wir schon was besetzt haben. Und sie haben noch gar nichts gemacht. So, ich würde ganz gerne ein Kriegsziel gegen Preußen dann hinzufügen. Das würde mich allerdings noch etwas Zeit kosten. Wie beim letzten Mal müssen wir warten, bis ein Teil unserer Bevölkerung Hurra-Patriotismus unterstützt. Wie schaut das aus mit Frankreich? Machen die auch irgendwas Sinnvolles oder sind die einfach nur da? Ah ja, die machen was Sinnvolles. Sie lenken preußische Soldaten ab. Genau das ist das, was sie tun sollten. Und da sind noch mehr Preußen. Die versuchen Karlsruhe einzunehmen. Das ist aber gar nicht nett von ihnen. Vielleicht sollten diese 30.000 doch eher darüber gehen. Auch nach Karlsruhe, um Baden zu unterstützen. Dafür sind diese ausgehobenen Typen wirklich genau richtig. Gut, wir haben in Görlitz auch gewonnen. Nicht schlecht. Wir scheinen da eher alles unter Kontrolle zu haben. Mal mit Posen. Oh nein. Wieso braucht denn er so lange dorthin? Jetzt hat er ja plus 5 beim Angriff wieder. Ärgerlich. Ja, das gefällt mir nicht, aber es sind nur noch 1000 Mann. Plus 5 bringen ihm gar nichts. Nein. Prediger gegen uns predigen, na sowas. So, Oppeln haben wir gewonnen. Dann geht's ja auch darüber. Leute. Wo gehen die hin nach Berlin? Ich will nicht, dass sich die erholen. So. Da sterben auch viele Preußen. Gnischno. Da haben noch welche überlebt. Nein, doch nicht. Die haben das Zeitliche gesegnet. Die lassen wir in Frieden. Da soll sich doch bitte der Bayer darum kümmern, wenn er die schon aufgescheucht hat. Die gründen mal
dahin gehen. Mal schauen, ob wir diese 12.000 da abfangen können. Oder vielleicht sollten wir. Nein, da unten ist es zu gefährlich, da sind zu viele Preußen. Das Problem ist, wenn sich die zusammentun, sind sie stärker als eine von meinen Armeen. Aber so klein, wenn sie so klein sind, 12.000 Mann oder so, dann halten wir das schon noch aus. Kommen eigentlich noch welche oder ist die Mobilisierung abgeschlossen? Machen wir noch einen General. Gehst mal nach Krakau und schaust mal. Berlin haben wir auch gewonnen. Oldenburg, was wollen die? Oh, Oldenburg ist der Chef vom Bündnis in dem Krieg. Das ist interessant. Eigentlich ist es doof. Ist doof für Preußen vor allem. Das heißt, wenn wir jetzt von Preußen verlangen. Ha! Wenn wir von Preußen verlangen, dass sie uns Schlesien abtreten, könnte Oldenburg den Frieden schließen. Das heißt, Oldenburg könnte darüber entscheiden, ob Preußen dieses Ding verliert oder nicht. Das ist gut. Das ist gut für uns und schlecht für Preußen. So, wie schaut das da aus? Wir haben da noch zwei Projekte. Munitionsfabriken. Naja. Investieren in Munitionsfabriken. So, sie haben auch ein Gebiet von uns erobert. Das ist mir eigentlich relativ egal. Vor allem da hinten. Es ist nicht Wien, es ist nicht Budapest. Wurscht. Ha, sehr gut, er ist da stehen geblieben und erwartet meine Truppen. Auch da gehen wir noch einen Anführer dazu. Angriff 1, Angriff 1. Was kann denn der noch? Wir sind fast gleich. Nur den da hat ein bisschen bessere Organisation. So, auch diesen Kampf werden wir gewinnen. Haben wir 9000 Preußen, die wir loswerden wollen. So, den Kampf in Bilschko haben wir gewonnen. Und wir rennen nach Richtung Katowice. Okay, in Katowice haben wir auch gewonnen. Das ignorieren wir. Wir würden ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Wir sind aber erst bei 6,2. Na gut. Wir haben ja noch Zeit. Das geben sie eh nicht so einfach her. So, ihr 45.000 Mann geht's mal daher und unterstützt unsere italienischen Freunde. Kaiserslautern gewonnen. Naja, das war ein Pyrrhus-Sieg, könnte man sagen. Wir haben 6.000 Mann verloren, ihr 2.400. Ja, aber auch ein Pyrrhus-Sieg ist ein Sieg. Der geht nach Straßburg. Sollen wir auch nach Straßburg gehen? Hinterher quasi.
Oder kümmern wir uns um Trier, die 3000 Mann. Straßburg. Das sind nur Bauern, die wir da in den Tod schicken. Wie geht's euch? Ihr seid erholt? Gut. Das heißt, ihr könnt da reingehen und diese 4000 angreifen. Diese Pferderl. Oder auch nicht. Schlacht von Breslau gewonnen. Gut. Wohin gehen die Preußen? Nach Küstrin. Ach weh. Und die sind nach Dresden ausgewichen. Aber hier erwischen wir euch. Von Küstrin haben wir gewonnen, da sind keine Preußen mehr. Hier geht es weiter nach Deutsche Krone. Wieso besetzt du gerade das Gebiet, das ich erobert habe? Das ist nicht nett von dir. So, wir haben in Straßburg auch gewonnen und es werden immer weniger, sind nur noch 2000 Mann. Wohin fliehen die? Nach Colmar. Wo ist Colmar? Ah, da hier. Hinterher. So, in Dresden haben wir auch gewonnen und auch hier haben wir die Truppen entsorgt. Sehr gut. Wie geht's da weiter daher? Die da unten will ich noch nicht angreifen. Das sind immer noch zu viele. Also ihr seht, ich bin ein vollkommener Feigling. Ich greife nur an, wenn ich stark überlegen bin. Äthiopien hat einen Teil von Ägypten erobert. Ist okay. Was da? Okay. Gut, jetzt sind wir mal diese Typen los und ihr geht in der Zwischenzeit mal nach Kaiserslautern und erholt euch von diesem Gemetzel. Und Berlin haben wir auch gleich erobert. Die werden da drüben die Bayern unterstützen. So, ihr wartet noch, bis die 17.000 fertig sind mit ihrer Belagerung. Und dann können wir noch immer Oppeln angreifen. Oh, nein. Oder ihr wartet, bis diese 22.000 hier sind. Das geht auch. Das geht schneller. Ist okay, da haben wir wieder ein Gebiet verloren. Hm, 6,36. Oh, wir sind schon bei 53%. Wow. Ja, aber dieses Mal warte ich auf jeden Fall, bis ich den Kriegsgrund einbauen kann. Das wäre sonst ziemlich dämlich, wenn ich das nicht machen würde. Gut, da haben wir 2000 Mann. Wo sind eigentlich die Franzosen? Was machen die eigentlich? Tun die irgendwas Sinnvolles auch oder vergeuden die nur meine Zeit? Naja. Ah, die kämpfen da gegen irgendwelche Schiffe. Und sie belagern Oldenburg.
mit leben. Die Eingeborenen in Ägypten wollen was von mir. Na okay. Gut, dieses Video nähert sich auch langsam seinem Ende. Wir gewinnen eine Schlacht nach der anderen. Und meine Kriege dauern auch recht lang. Ja, Toren haben wir auch gewonnen. Tuchel da. Kimishno haben wir gewonnen. Das ist ärgerlich. Die verziehen sich da ins Zahnreich. Okay, vielleicht sollte ich dann da unten auch langsam irgendwas machen. Ist zwar im Großen und Ganzen egal, aber ganz egal ist es natürlich auch nicht, wenn wir dort Gebiete verlieren. Die wollen ja Steuern zahlen, diese Leute dort. Mir ist diese 9000 wird das nicht mehr. So, wir haben sie in die Zange genommen. Und es war nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. Bam. Puh. Wir haben 6000 Mann verloren, während er nur 3000 verloren hat. Das gefällt mir gar nicht. Wohin des Wegs? Nach Liegnitz. Ach, hier auch, was soll's. Nein, interessiert uns nicht. Ah, was ist das? Württemberg will Preußisch-Württemberg erobern. Sachsen will Preußisch-Magdeburg erobern. Das sind natürlich auch ehrenwerte Ziele, die ihr da habt. Aber diese Ziele bringen mir nichts. Und ich bin noch meilenweit davon entfernt, auch ein Kriegsziel zu erfüllen. Na, ist ja wurscht. Eigentlich kann mir das eh egal sein. Das muss ich ja nicht erfüllen. Die mögen mich so oder so. Die haben eh keine andere Wahl, als mich zu mögen. Gut. Dann würde ich fast sagen, mache ich für heute wieder Schluss. Ich gebe noch ein paar von meinen Diplomaten aus, um Großbritannien noch glücklicher zu machen. Und auch Russland in dem Fall. Ein paar Franzosen aus Bayern. Ups. Da gibt es noch ein paar Franzosen, die wir raushauen müssen. Wir werfen ein paar Berater aus Baden. Und sagen, meine Herrschaften, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es heißt, Preußen, gibst du uns Schlesien oder müssen wir es dir gewaltsam entreißen? Bis dann.